Der ohmsche Widerstand im Wechselstromkreis. Spannung und Strom sind phasengleich. Der ohmsche Widerstand, also Wirkwiderstand, wird mit den Effektivwerten von Spannung und Stromstärke berechnet. Also Z ist gleich U-Effektiv durch I-Effektiv. Er entspricht dem ohmschen Widerstand im Gleichstromkreis. Das Experiment zeigt, dass der Effektivwert der Stromstärke und damit bei unveränderter Spannung auch der Wirkwiderstand bei einer Frequenz unter 1000 Hertz frequenzunabhängig ist.